Sie sind verbunden. Dachtest du wirklich, dass ich das nicht merke? Was merken? Hast du wirklich geglaubt, dass ich nicht weiß, wie Wodka riecht? Psst. Verdammt, glaubst du wirklich, ich krieg nicht mit, dass du dir jeden Morgen schon den Alkohol reinziehst? Jasmin! Hör auf mit dem Scheiß! Verdammt nochmal, du machst dich kaputt damit! Und nicht nur dich, uns auch! Merkst du das denn gar nicht? Wir müssen dringend mal miteinander reden, Mom. Das ist komisch. Das Unausgesprochene ist doch meistens das Bedeutendste und das am stärksten Präsente. Keine Ahnung, wie ich gerade darauf komme. Irgendwie fehlt mir ein wirklicher Bezugspunkt im Leben, wissen Sie. Den finde ich einfach nicht.
Nicht in meiner Familie, nicht bei meinen Freunden und erst recht nicht in der Schule. Da ist nirgendwo jemand, mit dem ich wirklich reden kann, wissen Sie. So geht's vielen in deinem Alter, Max. Du wirst nun mal erwachsen und machst viele Veränderungen durch. Vielleicht wäre alles einfacher, wenn ich besser mit meiner Familie reden könnte, oder? Oder wenn sonst irgendjemand da wäre, der mir wirklich zuhört. Die Stunde ist leider um, Max. Genau das meine ich. Wie bitte? Nichts. Gut. Was hältst du davon, wenn wir nächstes Mal genau an diesem Punkt weitermachen? Einverstanden. Dann bis zum nächsten Mal, Dr. Berger. Bis zum nächsten Mal, Max. Setz dich hier auf den Tisch. Oh, ja.